Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es um Kaliber gehen. Die Frage ist, welches Kaliber ist besser geeignet für Long Range? Eher ein Magnum Kaliber oder eher ein Standard Kaliber? Also es geht heute um die Frage Magnum oder Standard. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. In meinem letzten Video zur Kaliberdiskussion habe ich ja die 6,5 Creedmoor ein bisschen unterschlagen und auch die anderen Kaliber, die nicht so geläufig sind. Und ich werde die mal heute mit ins Feld führen und die Frage stellen, was ist geeignet? Also eine 6,5er Creedmoor oder eine ähnliche Patrone, eine moderne oder eine 308 und demgegenüber, also dieser Gruppe von Patronen, demgegenüber die Magnum-Patronen, also eine 300er WSM oder eine 300er WM oder auch eine 338 Lapua Magnum. Das heißt, die große Patrone Magnum oder die kleine, in Anführungsstrichen, die kleine Patrone, eine 30er oder ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Natürlich gibt es auch noch die 223, ja, aber die lasse ich mal völlig außen vor, weil Long Range und 223, das passt nicht ganz zusammen. Es schießen zwar einige das Kaliber 223 Remington, aber naja, man muss sich da wirklich sehr, sehr anstrengen, um aus diesem kleinen Geschoss irgendwann eine ordentliche Patrone zu machen. Das ist also nicht so einfach, deswegen raus aus dem Spiel. Natürlich gibt es einen Haufen andere Patronen, hatte ich im letzten Video auch nochmal gesagt. Sowas wie 30-06, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden 30-06 auf einem Long-Range-Wettkampf schießen sehen und von daher unter ferner liefen. Natürlich kann man damit Long-Range schießen, aber wer das anfangen möchte und wer das vernünftig auf Dauer schießen will, wird diese Patrone nicht wählen und auch die anderen Jagdkaliber nicht, wie 8x57 IS, also eine Patrone, die schon sehr alt ist. Okay, also Magnum oder normales Kaliber, so um die 30. Es gibt mehrere Gründe, um sich zwischen Magnum oder Standardkalibern zu entscheiden. Und diese Gründe würde ich mal im Einzelnen jetzt aufführen. Der erste Grund ist die Verfügbarkeit von Komponenten. Natürlich gibt es für alle 30er Kaliber und alle Kaliber, die in der Nähe liegen, also auch für exotische Kaliber, gibt es Wiederladekomponenten. Ich gehe davon aus, dass ein Long-Range-Schütze auf jeden Fall ein Wiederlader ist. Alles andere wäre auf Dauer entweder kaum bezahlbar, also zumindest nicht zufriedenstellend. Also Wiederladen ist schon mal gesetzt und ein 30er Kaliber oder ein 6,5er Creedmoor oder ein ähnliches Kaliber wäre die eine Variante. Und da ist die Frage, wie ist die Komponentenverfügbarkeit? Jetzt muss ich unterscheiden zwischen einem eher exotischen Kaliber, einem Kaliber wie die 6,5 Creedmoor, was sehr modern ist momentan und sehr gehypt wird. Das heißt, da gibt es deutlich mehr Komponenten. Und einem Standardkaliber von der NATO, sowas wie 308 Win. Eine 308 Win, ja, ich gucke mal in die üblichen verdächtigen Online-Shops zum Beispiel und gucke rein, wie viele Geschosse kann ich für einen 308er kaufen. Das sind massenhaft. Und dann gucke ich rein, wie viel kann ich für eine 6,5 Creedmoor kaufen. Das sind schon ein paar. Ja, es gibt schon eine Auswahl. Und dann gucke ich rein in ein exotisches Kaliber und sage, was gibt es denn da zu kaufen an Geschossen? Die eine Frage ist, welche Geschosse gibt es? Und die andere Frage ist die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ich was bestellen will, ist es auch da. Entweder warte ich 6 Wochen oder ich bekomme es gar nicht. Das ist nämlich das große Problem. Ich benutze ja Standardkaliber und selbst die gibt es in bestimmten Grenzzahlen leider nicht immer sofort zu kaufen. Ich muss lange Bestellzeiten abwarten und ich kriege auch keine günstigen Angebote. Das ist das Problem dabei. Das heißt, wenn etwas exotisch ist, ist es immer teuer. Also 30er und andere. Bei der Magnum-Patrone muss ich auch wieder gucken, was ist denn da aktuell? Ich kann eine 416er nehmen, die ist ein bisschen zu groß mittlerweile schon. Das ist ja zwischen 338 und 50 BMG. Ich kann auch andere Chetek-Patronen nehmen, aber das sind doch auch mehr oder weniger Exoten. Und ich habe eine sehr geringe Auswahl, wenn ich mir etwas zulegen will, also wenn ich etwas kaufen will.
Bei so einer normalen 338, ist ja ein Standardkaliber der NATO, oder einer 300er, die ist auch sehr weit verbreitet, da kann ich einfach wählen und da kann ich auch mal günstige Preise bekommen, weil die irgendwo angeboten werden. Das geht bei den exotischen Kalibern leider nicht. Die Verfügbarkeit von Komponenten geht natürlich auch in den Wiederladebereich. Das heißt, wenn ich eine Matrize suche für eine 308, ist das überhaupt kein Problem. Ich kriege massenhaft Matrizen und zwar an jeder Qualitätsstufe. Will ich eine Matrize für die 338, ist das genau das Gleiche. Bei der Creedmoor geht es schon, da kriege ich die Matrize mittlerweile auch. Aber die Auswahl wird deutlich geringer, wenn ich wieder auf exotische Kaliber gehe. Das heißt, 308 super, 6,5 Creedmoor auch super und dann muss ich schon gucken. Natürlich bekomme ich das Zeug, gar kein Problem, aber ich zahle auch wieder hohe Preise. Jetzt ist natürlich die Frage, Magnum oder eher so ein Standardkaliber, also ein kleineres Kaliber. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das hier ist eine Matrize für das Standardkaliber 308. Das ist eine Matrize für die 338. Ja, man sieht schon, das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn ich mir also eine 338 Matrize kaufe, dann ist sie so groß. Das ist ein Riesenteil. Und ich kann mir auch eine 308 Matrize kaufen oder ein anderes 30er Kaliber. Die ist dann so klein. Ja, das sind die Unterschiede. Und jetzt muss man überlegen, wenn man ein Standardkaliber kalibrieren will, das Geschoss setzen will und so weiter, dann brauche ich natürlich nur die kleine Matrize und auch eine kleinere Presse. Will ich dieses große Ding wieder laden, ja, das ist schon ganz schön groß, dann brauche ich auch die entsprechenden schweren Geräte dafür. Und das geht von A bis Z quasi. Das Ding ist natürlich deutlich billiger als das Ding. Also im Prinzip kann man sagen, das kostet die Hälfte von dem. Zu den Kosten komme ich aber gleich noch. Das heißt, die Verfügbarkeit von Magnum-Kalibern ist schon schlechter. Die Verfügbarkeit von Standard-Kalibern ist deutlich besser. Also auch im Wiederladebereich. Natürlich gilt das auch für die Hülsen. Ich kann natürlich alle Hülsen kaufen, aber Wiederlader gucken natürlich, wo sie ihre Hülsen preiswert herbekommen. Ich kaufe zum Beispiel meine Hülsen ganz oft gebraucht. Wenn ich 338 Hülsen kaufe, will ich nur eine ganz bestimmte Art, und zwar ich benutze Lapua-Hülsen. Lapua-Hülsen gebraucht, 338 bekomme ich. 308er Hülsen bekomme ich umsonst. Das ist schon wieder ein großer Unterschied. Das heißt, ich muss hier für eine Hülse mindestens 1,50 bezahlen, wenn ich sie irgendwo online kaufe. Vielleicht auch 1,80. Das heißt, wenn ich 100 Hülsen kaufe, bin ich 180 Euro los oder 150. Diese Hülsen kriege ich geschenkt. Auch gute, auch Lapua-Hülsen oder UAK-Hülsen T1 oder solche Dinge. Das heißt, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Die Verfügbarkeit ist also deutlich besser bei den kleineren Kalibern. Also die, die sehr oft geschossen werden. Eine Creedmoor kriege ich nicht geschenkt. Da muss ich wieder teuer kaufen. Will ich Lapua-Hülsen haben, muss ich schon wieder tief in die Tasche greifen. Ich bin ja jetzt schon bei den Preisen angekommen und natürlich sind die Geschosse deutlich preiswerter als die Geschosse. Ja, das ist ungefähr immer Faktor 2. Das heißt, hier kostet ein Geschoss vielleicht 60 Cent, hier kostet es 1,05 Euro, also die, die ich kaufe. Es gibt natürlich auch preiswertere. Ja, die Matrize kostet so und so viel, die Matrize kostet so und so viel. Großer Preisunterschied, könnt ihr mal Google nach, seht ihr den Preisunterschied. Das gilt natürlich für alle Komponenten. Die Hülse kostet mich 0 Euro. Die Hülse kostet mich mindestens 1,50. Wenn ich sie neu kaufe, und ich benutze Lapua-Hülsen, bezahle ich für die Hülse 3,50 Euro. Wenn ich Glück habe, kriege ich sie mal für 2,90 irgendwo im Angebot. Da muss ich aber ein Jahr lang suchen nach, bevor ich das Glück habe, sowas zu finden. Und die Hülsen sind natürlich Verbrauchsmaterial, genau wie die Geschosse, die sind weg. Und das Pulver genauso. Das heißt, das Pulver kostet mich hier 100 Euro, vielleicht 90 Euro. Ich benutze ja immer Schweizer Pulver. Und ich kann, ich glaube, 250 Patronen machen mit einem Kilo.
hier kann ich leider nur 100 Patronen machen. Das heißt, ich schütte immer 1 Euro Pulver in so eine Patrone rein. Das geht gar nicht anders. Natürlich sind die Komponenten teurer beim Magnum, aber auch die Gewehre. Das heißt, ich nehme mal so ein Gewehr hier, steht gerade eins. Das ist ein Gewehr, mit dem man ganz normal Long Range schießen kann. Ja, das kommt von Sig Sauer, ist jetzt nicht gerade preiswert. Und ich brauche natürlich eine Optik. Ich nehme die Optik mal raus, denn die Optik ist auf allen Long Range Langwaffen gleich. Also ich benutze immer die gleichen Optiken, egal welches Kaliber ich schieße. Das heißt, das Gewehr hat natürlich einen Preisunterschied zwischen Normalkaliber und Magnum-Kaliber. Ja, das kann ich glaube, das kostet bei Franconia irgendwie 5.000 Euro. Und wenn ich Glück habe, kriege ich das Ganze vielleicht auch für 4,5 oder ein bisschen weniger. Das kommt ja mal auf den Tagespreis an hier. Das heißt, das Gewehr kostet schon eine Menge, aber nicht so viel wie ein Magnum-Gewehr. Ja, wenn ich jetzt so ein Magnum-Gewehr nehme, was natürlich auch gleich wieder ein bisschen schwerer ist, dann kostet es deutlich mehr. Das ist auch ganz klar, denn das Gewehr muss mehr abkönnen. Das heißt, alle Komponenten sind größer, stabiler und das schlägt sich natürlich auch im Gewicht nieder. Das heißt, das Gewicht von dem Teil, ja, hier, ich halte das mal darüber, ja, das ist der Unterschied. Man sieht jetzt nicht sehr viel, es müssen filigraner. Von dem Teil komplett, das Gewicht ist 5,7 Kilogramm. Das lässt sich also noch bewegen, das ist relativ leicht. Dieses Gewehr kostet, wiegt aber schon 7,9 Kilogramm, also deutlich mehr. Und das muss ich natürlich bewegen, das muss ich schleppen und so weiter. Und die Frage ist natürlich, was ich damit noch zusätzlich machen will. Wenn ich nur Long Range schieße, naja, dann ist das alles nicht so wild. Je nachdem, welche Art von Long Range. Wenn ich zum Beispiel Practical Long Range schieße, also PRS oder PRL, dann muss ich das Ding natürlich bewegen, hin und her schleifen und so weiter. Und dann ist das schon ganz schön schwer. Und natürlich ist der Rückstoß auch deutlich größer, obwohl ich vorne eine Bremse dran habe. Wenn ich das hier bewege, dann ist das relativ leicht. Ja? Und da kann ich also Practical Long Range deutlich besser mitschießen. Ich habe natürlich andere Nachteile. Gerade wenn es auf größere Entfernungen geht, dann bin ich hiermit im Vorteil. Ganz klar, ich kann besser treffen. Aber der Nachteil ist, ich muss das Ding auch schleppen. Wenn ich jetzt noch eine Stufe drauflege, das heißt noch eine stabilere Basis benutze, ja, das heißt hier schon 7,9 Kilo, und dieses hat dann schon 9,7 Kilo, also wieder deutlich mehr. Das ganze Teil ist stabiler, das ist anders gefertigt und tja, diese ganzen Komponenten wiegen natürlich. Und jetzt muss ich hier quasi fast 10 Kilogramm schleppen. Natürlich sind die Preise auch anders. Ja? Wenn ich das da sehe, das 308er Gewehr, also in dem Standardkaliber, oder das hier nehme, dann ja, muss ich vielleicht ein Drittel bis zur Hälfte mehr drauflegen. Das heißt, wenn ich Pech habe, kostet das Gewehr doppelt so viel wie bei dem anderen Kaliber. Das heißt, das Ganze muss ich natürlich in die Waagschale werfen. Außerdem, wenn wir schon beim Preis sind, ich stelle das mal weg, außerdem muss ich daran denken, dass ein Standardkaliber extrem viele Schuss ab kann. Das heißt, dieses Gewehr, also vor allem dieser Lauf und die Kammer, mit dem kann ich vielleicht 10.000 Schuss machen. Wenn ich nicht so eine starke Ladung habe, kann ich vielleicht auch 14.000 Schuss machen. Also es kommt darauf an, wie die Ladung ist, wie die Patrone gebaut ist und welches Kaliber ich habe. Habe ich jetzt ein sehr heißes Kaliber, da gibt es einige, die nennen sich dann auch Laufkiller. Da muss man sich also vorher schön informieren. Dann hält auch der Lauf von so einem Normalkaliber auch nur 6.000 oder 7.000 Schuss. Und dann ist es hinüber. Dann brauche ich einen neuen Lauf und muss wieder 1.000 Euro investieren. Habe ich jetzt aber ein Magnum-Kaliber, dann weiß ich ganz genau,
dass nach 4000 Schuss Schluss ist. Das heißt, dann brauche ich mindestens einen neuen Lauf. Habe ich ein heißes Kaliber oder eine starke Ladung, dann kann auch nach 2500 Schuss alles vorbei sein. Und dann muss ich einen neuen Lauf kaufen. Der kostet vielleicht 1000 Euro, der vom Großen kostet dann aber schon wieder 1500 Euro. Also muss ich überlegen, was will ich? Das Gewehr ist teuer, die Komponenten sind teuer, die Patronen sind teuer und die Wiederladekomponenten sind teuer. Alles Faktor 2 oder mehr. Das muss man in die Waagschale schmeißen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, man will ja zu Wettkämpfen fahren. Das heißt, wenn man will sich messen mit anderen Longrange-Schützen und nicht nur Training machen oder Spaß an der Freude haben, sondern man will gucken, wo man wirklich steht. Und das geht natürlich auf Wettkämpfen am allerbesten. Und jetzt ist die Frage, habe ich ein großes Kaliber, habe ich ein kleines Kaliber und welches kleine Kaliber habe ich denn? Denn die Regeln bei den Wettkämpfen sind eindeutig. Ich muss also gucken, welche Klassen möchte ich denn gerne schießen. Okay, ich nehme mal die historische Klasse raus. Die geht ja nur bis 300 Meter, aber meistens mit offenen Visieren. Ist also genauso schwierig. Aber Long Range geht ja etwas weiter für die modernen Gewehre. Und da ist die Frage, habe ich ein Standardkaliber von der NATO, also 223, ist ja unter ferner Liefen erstmal, oder 308, ja, oder 7,62x39, okay, das haben wir hier nicht, aber im Ausland gibt es das schon. Und so ein paar andere Standardkaliber, 7er Kaliber sind da zum Beispiel oft vertreten. Wenn ich so ein NATO- oder Ostblock-Standardkaliber habe, dann kann ich bei den Wettkämpfen im Bereich, in der Kategorie Tactical mitschießen. Das darf ich mit der 6,5 Creedmoor nicht. Und mit den ganzen anderen Exotenkalibern kann ich das auch nicht. Das heißt, ich kann mich nicht in der Gruppe vergleichen, wo die meisten Schützen starten. Das heißt, ich muss immer mit einer 6,5 Creedmoor in den Open-Bereich gehen, wo sich alle miteinander messen. Das heißt, im Open-Bereich kann ich auch eine 338 schießen. Da sehe ich natürlich ganz schön alt aus auf 1,1 oder 1,2 Kilometern, wenn ich dann mit der Creedmoor schieße. Ich schaffe das noch, aber hier wird es deutlich einfacher. Das zeigen immer wieder die Ergebnisse dieser Wettkämpfe. Da kann man nachgucken, ja, wie viele Ringe, welches Kaliber und ja, welche Kategorie. Ist also eine Sache, die man einfach nachvollziehen kann, die man recherchieren kann. Das heißt, habe ich ein Standardkaliber, sowas wie 338 oder auch 300 WSM, dann kann ich in diesen Kategorien starten. Also Tactical Magnum oder Tactical Sniper. Das wäre dann aber die 308. Habe ich eine 6,5 Creedmoor, dann kann ich nur in Open starten. Dann starte ich in Sniper Open oder wie die auch gerade heißen und muss mich mit allen messen. Das heißt, ein bisschen ist es ja unfair an bestimmten Stellen, aber man kann es ja selber bestimmen. Also spielt es auch noch eine Rolle, welche Wettkämpfe ich dann wirklich machen will und in welchen Kategorien ich starten möchte. Natürlich kann ich mich auch nicht mit dem Militär messen quasi. Das gibt es ja auch manchmal. Und die benutzen natürlich nur Standardkaliber. Da kann ich nicht mit sonst was ankommen. Obwohl es in manchen Ecken gibt es auch beim Militär schon 6,5 Creedmoor zum Beispiel. Ja, das muss man dann einfach mal recherchieren. Ein kleiner Zusatz noch darüber hinaus. Die Frage ist natürlich, was mache ich mit dem Gewehr noch? Es gibt ja einen Haufen Jäger, die auch im Longrange-Bereich tätig sind. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt ein Gewehr habe im Longrange-Bereich und das schießt gut und ich habe ein großes Feldrevier oder ein Bergrevier, wo ich sowieso lange Entfernungen habe und da schießen muss oder will, dann ist natürlich die Frage, muss das mit Magnum-Kaliber sein? Oder kann das vielleicht ein leichteres Kaliber sein? Denn ich muss ja diese schweren Gewehre beim Magnum-Kaliber dann schleppen. Und in so einer Bergregion, ach, da kann ich mir das schon schlecht vorstellen. Auf einem Feld, da mag das vielleicht noch ein bisschen einfacher sein. Und da muss ich natürlich überlegen, will ich dieses Gewehr auch zur Jagd einsetzen? Ja, diese Überlegung muss natürlich auch da sein. Und dann frage ich mich auch, Magnum oder Standard? Das nur als kleiner Zusatz, als kleiner Gedanke hinterher. Das war es eigentlich schon zu der Frage Magnum oder Standardkaliber. Also Verfügbarkeit ist interessant, der Preis ist extrem interessant, also von den Gewehren und
von dem Zubehör und der Wieladetechnik und von den Patronen selbst, den ganzen Komponenten. Dann ist natürlich die Frage, welche Wettkämpfe will ich schießen, was will ich mit dem Gewehr noch machen und ja, in welcher Kategorie will ich starten bei so einem Wettkampf. Also überlegt euch, was macht ihr, was wollt ihr und da gibt es keine Standardantwort, sondern ihr müsst das für euch persönlich entscheiden. Ich habe mich entschieden und ich habe mich entschieden für 308 und 338. Das sind meine beiden Kaliber. Wenn ich also auf einen Wettkampf fahre, zum Beispiel jetzt auf das LREC in Polen, also das Long Range European Cup, dann kann ich in drei Disziplinen starten und nehme zwei Gewehre mit, vielleicht nehme ich auch drei mit. Und ja, dann ist der ganze Tag schön ausgefüllt und ich kann in verschiedenen Kategorien starten und meine Chancen sind ungleich größer, als wenn ich nur in einer einzigen starten könnte. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war's schon wieder. Heute ging es ja um die Kaliberfrage, Magnum oder nicht Magnum. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.